Hi und herzlich willkommen zur ersten Folge von meinem Strickpodcast oder Stricktagebuch, wie auch immer man es nennen mag. Ich bin Ulla, ich bin 30 Jahre alt und ich lebe in der Nähe von München mit meinem Mann und meiner Tochter und meinem Kater. Ich stricke ungefähr seit 2015 und habe jetzt schon länger überlegt, auch so einen Strickpodcast anzufangen. Und jetzt dachte ich mir, ich mach's einfach mal. Ja, warum möchte ich das machen? Zum einen rede ich einfach unglaublich gern über Wolle und das Stricken. Und ich habe hier einfach noch niemanden gefunden in meinem echten Leben, mit dem ich mich da austauschen kann. Und jetzt hoffe ich einfach, dass es hier vielleicht so ein bisschen den Austausch gibt. Zum anderen habe ich ziemlich viel Wolle in meinem Schrank. Und bisher hat es einfach nicht so gut geklappt mit dem Vorsatz, dieses Jahr verbrauche ich jetzt wirklich meine ganze Wolle und kaufe keine neue Wolle. Und deswegen dachte ich vielleicht, wenn man hier so ein bisschen den Austausch hat und das ein bisschen besser festhalten kann und ja, dass es dann vielleicht ein bisschen besser klappt und die Wolle in meinem Schrank mal wirklich weniger wird. Und zwar ein gutes Stück weniger. Bisher bin ich, glaube ich, ganz gut, dass es sich etwa die Waage hält, aber es ist einfach mittlerweile viel zu viel geworden. Was würde ich hier erwarten? Ich denke, dass ich auch im Großen und Ganzen diese klassische Aufteilung haben möchte mit fertigen Objekten, wie sagt man das denn? Works in Progress und ja, Anschaffungen wird es hoffentlich keine geben. Stattdessen dachte ich, zeige ich vielleicht ein bisschen was die nächsten Pläne sind, was ich jetzt nächstes anschlagen möchte. Genau. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch so interessieren würde oder wie ausführlich ihr das auch immer alles haben möchtet. Oder, ja, dann bin ich mal gespannt, was ihr da so zu sagen habt. Ja, dann fangen wir doch mal an mit dem, was ich gerade auf den Nadeln habe. Das ist eigentlich gerade nicht so viel. Ich habe da schon immer so das Ziel, zum Ende vom Jahr alles zu beenden. Und dann einfach frisch ins neue Jahr zu starten. Dann fangen wir mal an mit dem ersten Projekt. Das erste Projekt, was ich gerade auf den Nadeln habe, ist dieser schöne Pulli. Das ist der Louvre Sweater oder Louvre Sweater, habe ich auch schon gehört, von Petit Knit. Da bin ich schon relativ weit. Also die Ärmel habe ich jetzt beide fertig und jetzt muss eben noch ein gutes Stück vom Körper gestrickt werden. Das ist ein klassischer Raglan-Pulli mit einem schönen Stehkragen und den stricke ich aus der Per Gint von Sandnesgarn. Kann man gar nicht viel zu sagen. Ist ein schlichter Pulli. Und ich glaube, der wird richtig schön warm. Perfekt für den Winter. Und ich hoffe, dass er jetzt noch bald fertig wird. Genau. Ich werde alles in die Infobox schreiben oder auch auf Ravelry. Könnt ihr mir folgen. Da habe ich auch mal alle Daten zu den Garnen hinterlegt. Ja, das zweite Projekt, was ich gerade auf den Nadeln habe, ist ein paar ganz einfache Socken. Das ist jetzt in diesem Fall wahrscheinlich Eigenwerbung, denn die stricke ich aus meiner eigenen Wolle. Ich färbe nämlich auch Wolle nebenbei. Genau, das hier ist die Färbung Chai Latte. Ja, an den Socken stricke ich momentan nicht ganz so fleißig wie gewünscht.
Ja, weil einfach der Pulli und ein paar andere Sachen hatten da eine höhere Priorität. Aber ich denke, da wird dann jetzt auch noch mal weiter gestrickt demnächst. Das letzte Projekt, was ich aktuell auf den Nadeln habe, ist die Baby Bear Balaclava von Knitting for Olive. Die stricke ich aus der Rico Essentials Kaschlana in der Farbe Karamell oder Camel. Irgendwie so. Wird auch natürlich verlinkt. Genau, das ist eine recht weiche Wolle. Da habe ich auch schon eine Strickjacke draus gestrickt, die unglaublich stark pillt. Und jetzt, ne, Mütze klappt vielleicht besser, weil da nicht so viel Reibung entsteht. Ja, die Anleitung, ja, habe ich schon einmal gestrickt. Und jetzt kriegt sie auch noch meine Tochter. Ich finde die Konstruktion ziemlich verrückt. Also ich wäre auf sowas, glaube ich, nie gekommen. Ja. Wird auch sicherlich bald fertig. Ist eigentlich auch nicht mehr so viel. Das ist das dritte und letzte Projekt schon, was ich gerade auf den Nadeln habe. Ich versuche auch nicht ganz so viel gleichzeitig auf die Nadeln zu packen. Ja, weil mich das auch immer so ein bisschen stresst dann, wenn man einfach so viel gleichzeitig auf den Nadeln hat und ja, dann gar nicht weiß, ach, ich muss an dem stricken, ich muss an dem stricken. Deswegen versuche ich es auch etwas, ja, nicht so ausarten zu lassen. Dann dachte ich, kann ich jetzt noch zeigen, was ich als nächstes stricken möchte, wenn der Pulli fertig ist. Das wäre nämlich der Karamell-Sweater oder Caramel-Sweater von Petite Knit. Und den möchte ich aus der Sunday und der Tilia stricken, beides in einem Creme-Weiß. Ja, das habe ich auch schon ziemlich lang auf meiner To-Knit-Liste. Wollte ich eigentlich schon dieses Jahr stricken, aber ist dann irgendwie doch nicht so dazu gekommen, weil man doch ganz viele andere Sachen gestrickt hat und wenig Zeit hatte. Genau, aber das wäre jetzt so mein nächstes Projekt. Was möchte ich sonst? Sonst, ja, meine Strickliste ist lang. Ich möchte auf jeden Fall mehr Cardigans auch noch stricken, weil ich merke, dass ich die öfter anziehe. Da kann man gleich noch zu sagen. Hier, was ich gerade trage, ist der Ballon Cardigan von Petite Knit in Fil Collana Avetta in Marzipan und Rauma Alpaka Silk in Natur oder Creme, also dieser Weißton. Ich weiß nicht, ob ihr auch so seid, aber jetzt steht ja bald das neue Jahr an. Und ich bin jemand, ich mache mir schon auch immer gerne Vorsätze oder setze mir Ziele. Und das mache ich auch beim Stricken. Wie man am Anfang, wie ich gesagt habe, mein Vorsatz mit dem Wollvorrat aufbrauchen hat bisher nicht ganz so gut geklappt. Aber irgendwie mache ich es auch immer gerne. Also ich, ja, ich habe einfach gerne so ein Ziel vor Augen, Schmiedepläne. Mir ist es dann aber auch irgendwie jetzt egal, wenn ich es nicht einhalten kann. Also egal, ist blöd. Aber ich mache mir jetzt auch nicht so einen Stress deswegen. Und genau, weil jetzt eben das neue Jahr ansteht, dachte ich, kann mich das hier vielleicht auch noch ein bisschen einbringen, weil ich eben auch nicht so viele Projekte gerade auf den Nadeln habe, dass ich kurz hier meine Strickziele für das nächste Jahr
mal erwähne. Genau, das erste Ziel, was auch so das größte ist, ist keine neue Wolle kaufen und meinen Stash verkleinern. Ja, das ist wahrscheinlich auch das Schwierigste, aber ich bin ziemlich motiviert. Ich dachte mir, dass ich in einer potenziellen nächsten Folge auch mal genauer auf meinen Stash eingehe und ein bisschen was dazu sage, dass man da auch so einen guten Startpunkt hat für dieses Projekt. Aber ja, das ist so mein Hauptziel, dass wirklich einfach mal mehr Platz im Schrank ist. So ein zweites Ziel oder ein Vorsatz ist, dass man wieder ein bisschen, oder dass ich wieder ein bisschen mehr überlege, was ich stricke und mit welchen Farben und allem. Ich habe das hier mal Mindful and Slow Knitting genannt. Ja, mir ist da einfach aufgefallen, dass man sieht einfach so viel auf Instagram und dann denkt man, oh wow, das möchte ich stricken, das möchte ich stricken. Und dann ist mir jetzt einfach aufgefallen, als ich mir mal meine Strickprojekte angeguckt habe, dass ich viele Pullis habe, die ich überhaupt nicht anziehe. Das kommt dann zum einen dadurch, dass sie zu klein sind, dass ich vielleicht keine gescheite Maschenprobe gemacht habe oder dann einfach am Ende ein bisschen die Lust verloren habe und sie eigentlich ein bisschen zu kurz sind oder dass man zu wenig Wolle hatte und sie deswegen zu kurz sind. Ja, oder dass eine Farbe eigentlich gar nicht so richtig passt, aber man hat dann gedacht, ah ja, jetzt ich stricke so viel in Rot, jetzt muss ich auch mal was in Blau stricken. Dafür ist einfach das Stricken ja ein viel zu der aufwendige Prozess, um dann Sachen zu stricken, die man gar nicht anzieht. Und da finde ich auch in dem Zusammenhang, ja, ich finde es auf Instagram immer schwierig, wenn man sieht, dass Leute irgendwie gefühlt in einer Woche einen Pulli stricken. Was natürlich eh auch Quatsch ist, wenn man Instagram als Rahmen nimmt. Weil ich weiß ja gar nicht, wann sie die Fotos gemacht haben. Es kann sein, dass jemand einfach die Fotos aufhebt und dann alle auf einmal postet. Und deswegen ist es ja eh Quatsch, das als Maßstab zu nehmen. Aber auch, ja, irgendwie lässt man sich ja doch stressen dadurch. Und das möchte ich auch ein bisschen, ja, vermeiden. Einfach, dass man, oder dass ich einfach wieder stricke, weil ich gerne stricke und nicht, um irgendwie Content auf Instagram zu produzieren. Genau. Dann noch ein Punkt, dass ich eigentlich auch immer so ein bisschen versuche, ja, dass ich neue Techniken ausprobiere. Tja, weil ich merke schon, dass ich finde, man kommt mit glatt rechts ziemlich weit. Und ich lasse mich auch ein bisschen einschüchtern, irgendwie von Lochmustern oder so. Aber meistens ist es ja dann doch nicht so schwer, wenn es jetzt nicht gerade das komplizierteste Muster überhaupt ist. Aber es ist ja eigentlich alles machbar. Ich habe nämlich zum Beispiel auch den Fortune-Sweater von Petite Knit gestrickt und da weiß ich auch noch, dass ich da ganz lange gezögert habe, weil ich dachte, boah, der ist viel zu kompliziert, ich krieg das niemals hin und dann ging es eigentlich auch. Also, und das ist jetzt einer von meinen liebsten Pullis. Ja, und da möchte ich einfach so ein bisschen wieder was Neues ausprobieren. Ich habe auch ein paar Colorwork Pullover im Auge und auch ein bisschen was mit einem kleinen Lace-Muster. Ja, also da möchte ich wieder was ausprobieren. Und dann auch ein kleiner Punkt noch, ist, dass ich neue Designerinnen kennenlernen möchte. Ich habe ziemlich viele Petite Knit
Anleitungen und ich mag ihre Anleitungen auch. Ich finde, die sind ziemlich. Das sind einfach klassische Pullover. Ja, die. Ich mag es einfach. Und ich finde die Anleitung ziemlich gut geschrieben. Aber ich weiß auch, dass es da natürlich viel mehr noch draußen gibt. Und deswegen möchte ich auch gerne mal neue Sachen ausprobieren und ja, auch ein paar kleinere Designer unterstützen. Ja. Das sind so meine Strickziele. Das war's schon. Ich glaube, es ist alles eigentlich machbar. Ich glaube hauptsächlich, dass mein Wollproblem eine große Herausforderung ist. Aber da ist es am Ende wahrscheinlich auch schön, wenn man sieht, hey, ich habe jetzt echt Lücken im Schrank und es ist nicht mehr alles reingequetscht. Ja, ich glaube, das war eine ziemlich schnelle Folge. Ich frage mich immer, was reden alle? Oder jetzt gerade frage ich mich, was reden die Leute alles drüber? Ja, aber ich denke, um das hier nicht künstlich länger rauszuzögern, beenden wir das einfach hier. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, zum einen, was ihr gerade strickt und auch, was euch so interessiert bei einem Strick-Podcast oder Strick-Tagebuch. Genau. Und dann sage ich mal, ihr könnt mich auf Instagram und Ravelry finden. Ich linke euch die beiden alles in die Infobox. So. Und dann ist es eine kurze, knackige erste Folge und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal hoffentlich.